Willkommen zurück zu einer weiteren düsteren Folge der Last of Us Part 1 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel Nummer 1 ist durch. Ich habe heute Morgen die Leute auf Discord angeschrieben. Bitte einmal auf Discord gehen. Eine Person hat sich direkt zurückgemeldet, die andere Person noch nicht. Also einfach mal gucken, vielleicht bist du ja dabei. Vielleicht hat derjenige sich jetzt auch schon gemeldet. Das ist ja hier kein Livestream, sondern ein Video. Aber, good news, nochmal 2 Keys für euch da draußen. Geht wieder eine Woche, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, wir sind hier stehen geblieben und müssen hier rein. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Hey, jetzt sei mal nicht so hart zu dem Kleinen. Der muss halt gut dastehen. Der denkt, oh, die ist süß. Die darf nicht erfahren, dass ich 10 bin. Dann fängt die doch niemals was mit mir an. Und 10 ist ja beinahe 14. Aufs ganze Leben betrachtet, schon, oder? Irgendwie. Fast. Was ist das hier? Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als 2 Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die Einzige, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit dem Jagen dran. Tja, das ist das Problem, ne? Da oben ist so ein Boss mit seinen 6 Männern. Und da unten stehen 60 Leute. 10-mal so viel, die alles Maul halten, bis auf 2. Die bekommen eine Kugel in die Rübe. Dann sind die anderen, die eh schon die Hosen voll haben, noch verängstigter. So läuft's. Aber so ist Herdenkontrolle. Der Mensch ist leider Gottes anscheinend ein Herdentier. So macht man das. Wenn die Viecher nicht spuren wollen, dann reißt er einem Schaf die Kehle auf, blutet wie eine Sau und schreit, und die anderen Schafe, die halten das Maul. Ja. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ganz gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf.
Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Man merkt, dass Henry irgendwie noch so ein bisschen was Naives an sich hat, ne, wie er gelächelt hat, weil Joel gesagt hat, ja, wir wollen auch zu den Fireflies, alles cool. Er dann so gedacht hat, yes, ein Verbündeter. Hier, ich zeig dir meine Comics und meine Magic-Karten und mein neues Xbox-Spiel. Als er die Karte rausgeholt hat. Ja, und Joel ist halt ein alter Haudegen. Er hat viel erlebt. Gutes, Schlechtes. Gewalt, Brutalität. Und wenn man jetzt halt nochmal so Teil 1 spielt... Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Sind das nur die beiden hier? Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Ah, die sind noch hier. Und zwar genau hinter euch. Wir sind hier. Kommt alle weiter. Wait, ihr lootet gar nicht. Sehr, sehr leichtsinnig. Immer alles mitnehmen, was geht. Okay, warte, warte, warte. Suchscheinwerfer. Nicht gut. Hey, hörst du? Klicke! Ja, ich höre, aber ich sehe. Und Klicker im Nacken. Doppel nicht gut. Da drüben, da! Alter, wer sieht mich? Nicht schlecht. Wer sieht mich? Okay, hier ist ein Dude. Irgendjemand sieht mich hier richtig gut. Aber wo denn? Ah, da oben stehen sogar zwei. Wir müssen näher ran. Wir haben den High Ground. Okay, Moment, der schwenkt wieder rüber. Ey, krass, der da oben, der sieht ja alles. Der sieht ja alles. Oder ist da hinten noch irgendein? Nee, es sind drei Typen. Einer unten, zwei oben.
Wie komme ich da hoch? Der sieht uns immer noch. Der hat ja Augen an der Seite oder ist... What the hell? Ja, muss Augen an der Seite haben. Alles andere ergibt keinen Sinn. Sogar jetzt, wo auf jemanden zielt. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Ja, ich weiß, Kumpel. Die Frage ist, wie weit droppt der Bogen? Ich habe einfach kein Gefühl für diesen Bogen. Okay, jetzt sieht er uns nicht mehr. Habe ich was zum Werfen? Ich habe nichts zum Werfen. Können die Klicker nicht mal hier ordentlich erobern? So, die machen jetzt auf. Sind die jetzt alle unten? Ja, irgendwo das... Oh Gott, sind ja richtig viele plötzlich. Okay, vielleicht kann ich schnell einen wegziehen. Oi. Okay, der Dude hat einen Helm. Au! Oh, verflucht! Das ging gar nicht gut aus. Okay, heil dich, Alter. Ich gehe! Was? Als ob! Siehst du das, Joey? Schließ auf! Er steht da oben einfach auf dem Auto, ne? Verteilt und verteilt. Nicht verlieren! Ich sehe ihn! Bei dem Auto! Nicht gut. So, wo ist der letzte? Oh, da hinten ist ja noch einer. Noch Deckung, rück vor! Er steht da oben und feuert und feuert und feuert. Hier ist er! Hey Mann, mach keinen Scheiß, okay? Ich glaube, ich mach Scheiß, Kumpel. Oh, er ist verblutet. Okay. Uff, das war ja sehr unangenehm. Ich wusste nicht, dass wenn ich dachte. Einer kümmert sich vielleicht darum, dass ich so eine Ablenkung machen kann, aber ich habe alle damit getriggert. Mit meinem Generator-Move. Der war jetzt nicht so geil. Wo waren hier die Leiter? Ich meine, die sind hier runtergestiegen.
Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Oh nein. Los, los! Los! Halt, halt, halt. Hey, Sie sind hier drüben! Oh, shit. Oh nein. Guter Schuss, Henry. Erledigt. Guter Schuss. Los, kommt schon. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Ellie, der hab dich. Los. Okay, hol ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal und los! Wir bleiben zusammen. Tja, Loyalität ist halt eine Seltenheit. Komm schon! Jetzt! Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Ei, Gott, Gott, zum Glück sind das Sturmtruppler. Zum Glück. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Was haben wir heute wieder gelernt? Traue niemanden. Der Typ hat uns eiskalt hängen gelassen. Boah, endlich mal wieder irgendwas zum Werfen, ne? Ah, jetzt kommt der andere gerade rein. Echt knapp. Okay, was haben die vor? So schnell gehen. Oh, Mist. Hast du es auch gesehen? Was? Was ist da? Wir haben nichts gesehen. Habt ihr was gesehen, Leute? Ich habe nichts gesehen. Wir werden gejagt. Verteilen. Okay, mindestens zwei sind da draußen. Danke. Boah, jetzt komm doch mal näher rein. Ist ja qualvoll. Was war das? Nichts. Ich werde paranoid. Jetzt komm doch mal näher. Die anderen zielen aber auch genau auf ihn drauf, ne? Das war echt blöd. Also, was hätte ich tun sollen, ne? Ich passe auf. Er darf nicht entkommen. Komm schon. Ist er da drüben? Hier ist er nicht. Wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Oh cool, die Spiegelung. Wie gut ist das denn im Hintergrund? Ich dachte eben, da kommt vielleicht noch Verstärkung. Aber nein, das sind wir. So, der andere ist irgendwo ganz da hinten. Oioioioioi. Turn around, my friends.
Als ob er die Göre nicht gesehen hat. Ellie ist wirklich genau vor ihm vorbei geschlichen. So, das war der letzte. Ich hätte hier nochmal schön Munition bekommen. Naja, lieber zu viel als zu wenig, ne? Es war verdammt knapp. Ah, passt schon. Haben wir gut hinbekommen. Haben wir gut hinbekommen. So, wir sind ja hier voll. Machen wir einen Medi-Schwitz. Das Spiel ist halt wirklich so das große American Adventure. Der Roadtrip. Finde ich irgendwie so geil an dem Spiel. So, Friendos. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten großartigen Folge. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, Spiel. The Last of Us. Henry hat uns verraten. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr verratet mich doch nicht, oder? Gut, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!